Einen wunderschönen guten Mittag, ihr Lieben. Willkommen zu Portal 2 zusammen mit Supi. Was wirst du wohl wählen? Ja. Ich bin sehr neugierig, was du wohl wählen wirst. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Okay, ich bin blau. Ich glaube, ich kann es mir merken. Mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Okay. Ich würde sagen, ja. Wirklich? Sinn? Okay. Du beachte die interessante Wahl deines Partners. Das ist charmant wie eh und je. Ja. Da hast du einen Schalter da drin? Nee. Aber ich muss den Würfel da. Ja, das Problem ist, ich kann mit dem Würfel nicht durch das Energiefeld durch. Ja, aber du kannst mir hier rübergeben, ne? Stimmt, ja. Ah, komm, nimm ihn. Danke. Ach, das ist auch ein Loch, das hier ist nicht. Auch eins, genau. Perfekt. Moment mal, hier ist eine Kamera. Lol? Ihr scheint menschliche Eigenschaften auszuprägen. Die von der schlimmsten Sorte. Wir können zum Beispiel auch Schere, Stein, Papier spielen. Was mich zum Lachen bringt, der Gedanke, dass ihr damit aufhören könntet. Lol. Haha, ich hab gewonnen. Hey! Gib mir meinen Kopf wieder. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Mist. Weil ich jetzt zuerst gedrückt hab? Ja. Was hast du gemacht? Da bist du ja wieder, wie neu. Nichts. Diese Testkammer ist die erste, wo ich jemals mit Portal 2 in Kontakt kam, weil ich mal zufällig mit einem Kumpel unten angeguckt habe. Dann haben wir das hier gesehen und wir waren, als sie nur zugeguckt haben, ziemlich überfordert. Ah, warte mal, wenn ich da durchgesprungen bin. Hau du erstmal hier oben bitte ein Portal hin. So. Wenn ich da durchgesprungen bin und hier rüberfliege, haust du hier noch eins hin. Weil dann bin ich im Loop dazwischen gefangen, vom Schwung her. Ne? Meinst du? Ja, und ich überlege gerade, was mir das bringt. Na, wenn du willst, kann. Ja, dann 3, 2, 1, go. Nee, okay, dann lande ich auch an dieser Wand. Schade. Wait. So. Gut, wenn du jetzt einmal da rüber springst. Hier. Ich habe jetzt da rechts und links eins gemacht. Du müsstest also da durchfliegen, wenn du jetzt einmal da rüber mit den Portalen springst. Genau. Fuck, ja. Gut, und dann müsstest du... Kannst du mir da oben irgendwie eins setzen, dass ich dann da reinkomme? Kann hier auf jeden Fall eins setzen. Ich überlege nur gerade, welches das Schlaue ist. Schlau wäre. Das müsste das hier sein, ja. Das. Wie kommen wir jetzt daran? Das ist auch kein Schalter oder sowas, um diese Plattform zu verändern, ne? Nee. Das Einzige, was ich wirklich machen konnte, war jetzt hier ein Portal setzen, dass du schon siehst. Das. Du musst ja irgendwo noch ein zweites setzen, womit ich dann rüberkomme. Ich habe ja noch ein zweites gesetzt. Wo hast du das zweite gesetzt? Ich habe es nie weggemacht. Ah. Oh, wow. Ich habe nicht gesehen, dass das noch da war. Gott. Das ist die einzige Frage, wie ich da jetzt rüberkomme. So. Warte. Das kriegen wir auch noch gelöst. Doch, du kannst jetzt in das Gelbe reinspringen, kommst dann auf der anderen Seite raus, wirst zurückkatapultiert und kommst genauso hier hin. Genau. Ich habe diese Lösung gesehen, die viel komplizierter war. Da hat der Partner hier und hier ein Portal gemacht, also mein gelbes und da oben. Ja. Und da musste der andere kompliziert mit 3 Portalen hier irgendwie schnell reagieren und sowas ähnliches. Und ich dachte mir, aber warum nicht einfach so? Ja. Okay. Da ist das hellblau, ich brauche das dunkelblaue dort. Genau, du kannst einfach hier rüberkommen. Weißt du, ich glaube, das schaffe ich nicht. Warte. Oh, jetzt bin ich auch runtergefallen. Nice. Hi. So. Und jetzt die Profis einmal.
Ja. Was? Was? Ich werde uns umbringen oder meinst du, Supi wird uns umbringen? Ich bin schön, wie ich sagte, einmal wie Profis und du spielst daneben. Ja, als wäre ich Jump'n'Run-Profi, also bitte. So. Ich muss nur eins oben treffen. So. Nein. Tschüss, Würfel. Ah! Okay. Das Unterbrechen der Strahlen sorgt dafür, dass... Okay, wir müssen es halt wirklich sogar so machen. Weil das Unterbrechen der Strahlen dafür sorgt, dass hier diese Klappen hochkommen. Das heißt, ich halte ihn und dann läufst du immer hier drüber erstmal, oder was? Aber wir müssen ja beide rüber. Oh. Aber der Würfel rutscht durch die orange Farbe. Das heißt, wir müssen... Einer muss ihn reinlegen, schnell holen. Wo... Ach so, ist der Knopf? Genau. Müsste nur einer wieder kurz Farbe holen. Wie sollen wir mal den Weg hoch? Ja, wo muss die Farbe hin? Hier. Genau da oben, ja. So. Aber jetzt ist er ja wieder mit Farbe beschmutzt. Das wollen wir ja, damit er rutscht. Ja, aber er soll ja nicht rutschen, doch. Doch, er soll rutschen. Er muss nach und nach diese Dinge aktivieren. Ah. Er muss den ersten Laser kaputt machen, damit das hochfährt und dann. Ja. Okay. Gut. Das heißt. Gehst du durchs Portal? Ja? Genau. Dann musst du ihn ablegen und schnell zurückkommen. So, dass wir maximale Zeit haben. Genau. Ja, da. Drei, zwei, eins, drücken. Gott. Wir konnten da gar nicht stehen. Ich dachte, wir könnten da stehen. Nein. Okay. So, jetzt, wir ach, kommen durch. Offen. Oh. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe nicht dran gedacht. Yami ist böse. Was wird sein? Menschen, Kuchen, Gladys. Kuchen. Das wird Gladys sein. Die Szene ist irgendwie witzig. So ein bisschen erinnern die mich an Ezio und C3PO. Ein kleiner, ja, rundlicher, ein großer. Langer. Oder so, C3PO ist ja orange. Geschafft. Gold. Das Testen hat sich gelohnt. All diese Testsubjekte. So viele Tests. Die Wissenschaft dankt euch. Wow. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Wir werden wieder in die Luft gesprengt. Wir werden wieder in die Luft gesprengt, nein. Ja, und das war's. Echt? Es kommt kein Endbossfight? Wow. Nee. Wir die Akten ein. Adam Foster, wahrscheinlich die ganzen Entwickler. Kein Teamplay. Also darf ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht wieder so einen epischen Bossfight haben? Naja, aber die Sache ist ja, sie kann uns ja jetzt halt in die Luft springen. Das wäre kein. Ja. Und unsere Aufgabe war es ja nie, ihr zu entkommen. Ja.